In Zusammenarbeit mit einer der führenden Expertinnen für Selbstwertgefühl, Dr. Philippa Dietrichs, stellt das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl einen Leitfaden vor, mit dem du in 4 Schritten zusammen mit deinem Kind über toxische Ratschläge in sozialen Medien sprechen kannst. Diese Ratschläge sind in vielen Formaten der sozialen Medien zu finden, zum Beispiel in Bildern, Videos, Artikeln und Anzeigen. Sie können dem Selbstwertgefühl von Jugendlichen schaden, wenn sie unrealistische Stereotypen und Schönheitsideale fördern und dadurch suggerieren, dass das Erreichen des perfekten Aussehens der Schlüssel zum Selbstwert ist. Schon heute sagt jedes zweite Mädchen, dass idealisierte Beauty-Inhalte in den sozialen Medien ihrem Selbstwertgefühl schaden. Und 7 von 10 Mädchen fühlten sich besser, nachdem sie solchen Inhalten nicht mehr folgten. Es folgen hier 3 Beispiele für toxische Ratschläge, auf die du achten solltest. Inhalte zu Fitspiration implizieren, dass ein idealer Körper durch die Einhaltung einer Diät, bestimmter Übungen oder durch ein Produkt erreicht werden kann. Es wird viel mehr Wert darauf gelegt, wie der Körper aussieht, als darauf, was er leisten kann und wie er sich anfühlt. Schlankheitswahninhalte zeigen oft Bilder von extrem dünnen Körpern oder verbreiten Zitate, die vom Essen abraten. Andere Inhalte können sogar die potenziellen Gefahren von kosmetischen Eingriffen normalisieren oder verharmlosen. Das kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich junge Menschen diesen oft nicht regulierten und teuren Operationen unterziehen wollen. Wie stark sich das bei jungen Menschen auswirkt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Etwa von der eigenen Sensibilität und Persönlichkeit sowie der Fähigkeit, Medienbotschaften zu hinterfragen. Nach und nach kann das wiederholte Sehen solcher idealisierter Bilder dem Körperbewusstsein und dem Selbstwertgefühl junger Menschen schaden. Um jungen Menschen dabei zu helfen, Schönheit nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren, müssen wir ihnen zeigen, wie sie falsche Ratschläge als solche erkennen können. Hier findest du einen Leitfaden in 4 Schritten, wie du deinem Kind helfen kannst, seine Feeds von toxischen Inhalten zu befreien. Schritt 1. Vorbereiten. 80% der Mädchen wünschen sich, dass ihre Eltern mit ihnen darüber sprechen, wie sie mit idealisierten Beauty-Inhalten umgehen sollen. Jugendliche, deren Eltern sich für ihre Social-Media-Aktivitäten interessieren, verstehen die Absichten, die hinter diesen Ratschlägen stehen, wahrscheinlich eher. Nimm dir Zeit und beschäftige dich mit den bekannten Plattformen. Mach dich mit den Einstellungen und den integrierten Sicherheitsfunktionen vertraut. Folge den Accounts, mit denen sich dein Kind am meisten beschäftigt und besprecht gemeinsam, welche Arten von Accounts, Videos und Influencern es mag und warum. Schritt 2. Reden. Sprich mit deinem Kind über idealisierte Beauty-Inhalte und sammel zusammen Beispiele. Sucht nach Hashtag BeautyHack auf TikTok oder Instagram. Frage dein Kind, welche Auswirkungen sowas auf die Wahrnehmung junger Menschen in Bezug auf Schönheit und Selbstwertgefühl haben könnte, vor allem, wenn all diese Tipps befolgt werden. Sprecht darüber, dass viele Beiträge in sozialen Netzwerken bezahlte Werbung und manchmal keine wirklichen Ratschläge sind. Schritt 3. Detox. Nehmt euch 10 Minuten Zeit und scrollt gemeinsam durch eure Social-Media-Feeds. Zeige deinem Kind, wie einfach man bei Accounts, die ein schlechtes Gefühl geben können, auf Ausblenden, Entfolgen oder nicht interessiert klicken kann. Wenn es deinem Kind gut tut, diese Beiträge eine Woche lang nicht zu sehen, ermutige es, diesen Accounts gar nicht mehr zu folgen. Erinnere es daran, dass Accounts, mit denen es sich beschäftigt, beeinflussen, was ihm in Zukunft gezeigt wird. Ermutige dein Kind, einen positiven Feed aufzubauen, indem es sich mit authentischen Accounts beschäftigt, die inspirieren und positive Erfahrungen mit Schönheit ermöglichen. Schritt 4. Wiederholen. Um neue Gewohnheiten zu festigen, besprich auch mit anderen Eltern und Mentoren, wie ihr Jugendliche unterstützen könnt. Zum Beispiel, indem ihr sie bestärkt, sich alle paar Wochen eine Erinnerung zu setzen, um ihren Feed zu überprüfen und Accounts zu entfolgen, die ihrem Selbstwertgefühl schaden könnten. Authentische, reale Inhalte, die von Freunden, Familienmitgliedern, Influencern oder Marken erstellt werden und die digital nicht bearbeitet und neutral sind, können die Stimmung und das Selbstvertrauen junger Menschen verbessern. Mehr Tipps zum Thema Detox deinen Feed findest du auf daf.de/detoxify oder lade dir den Elternleitfaden Soziale Medien mit Selbstvertrauen kostenlos herunter. Mach mit und hilf uns, weltweit das Selbstwertgefühl von 250 Millionen jungen Menschen zu stärken. Let's change beauty.